das auch überhaupt keine Entschuldigung, muss auch keine Stolze sein. Sorry. Ciao. Beide Fragen, ob man angesichts. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, Herr Back. Unser Ziel, das Ziel der Atlantischen Allianz, ist klar: so stark zu sein, dass niemand auch nur auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Die NATO ist und bleibt die Grundlage für unsere gemeinsame Sicherheit, diesseits und jenseits des Atlantiks. Auch 75 Jahre nach ihrer Gründung ist sie Ausdruck der transatlantischen Zusammenarbeit und unserer gemeinsamen Werte von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das Bündnis ist stark und wird es bleiben. Lieber Mark, wir beide sind überzeugt, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO weiter stärken müssen. Europa wird dafür in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen tätigen, um unsere Verteidigungsausgaben zu erhöhen und unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Es geht darum, jeder Bedrohung der Sicherheit in Europa begegnen zu können. Germany now invests, as you said, 2% of its GDP in defense, for the first time in 3 decades. This is important for Germany and for NATO. All NATO allies must invest more, and I trust that Germany will continue to step up. And on the American elections, whoever wins those elections, we will work with Kamala Harris. We will work with Donald Trump and make sure that the alliance stays united. I have no doubt, because it is in our interest. It is in our interest here, but also the United States, because they are not in this to not repeat the mistake after the First World War of withdrawing from Europe. No, they are in this because they know that if Putin would be successful in Ukraine, that at that moment an emboldened Russia is on our eastern flank, and will present a direct threat to NATO territory. And that is why they are involved in Ukraine, that is why they are involved in NATO and an integral part of the alliance. Die Regierung wird ihre Aufgaben erledigen. Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir in ernsten Zeiten die Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen. Es geht um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Es geht um Pragmatismus und nicht um Ideologie. Und das ist das, was gegenwärtig verhandelt wird. Koalitionsregierungen sind ja nicht nur in Deutschland bekannt und manchmal etwas herausfordernd. Aber die Aufgaben stehen und die Regierung ist gewählt im Amt und wird ihre Aufgaben erledigen. Vielen Dank.